Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es sehr wohl sehr richtig, in diesem Zusammenhang auch über die NSA-Affäre zu reden. Das hat nämlich sehr wohl was miteinander zu tun. Nämlich, dass diejenigen, die die Vorratsdatenspeicherung, also Sie, befürworten, im Kern dasselbe Denken haben. Nämlich, dass der Zweck die Mittel heiligt. Das ist dasselbe Denken. Und deswegen ist es richtig, es hier zu erwähnen. Am 20. Juli 2013 schrieben Thomas Oppermann und Gesche Joost in der FAZ einen überraschend tendenziell schlauen Artikel. Ich darf zitieren: Nach PRISM und Tempora darf auch die EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung keinen Bestand mehr haben. Die Richtlinie muss grundsätzlich überarbeitet und neu bewertet werden. Zitat Ende. Thomas Oppermann und Gesche Joost. Wir sehen am Datum das Kernproblem der SPD. Das war vor der Wahl. Und wir haben das Problem, dass sobald die SPD, das gilt im Bund und im Land, mit der CDU koaliert, sie das Gegenteil von dem macht, was sie vorher gesagt hat. Und das ist sehr bedauerlich, gerade in dieser Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Heute liegen zwei, wie ich finde, schlaue Anträge zum Thema vor, die das Problem, glaube ich, auf den Punkt bringen. Und ich will auch noch mal mit Blick auf das EuGH sagen, nicht alles, was, wir wissen das Urteil ja noch nicht, aber nicht alles, was juristisch erlaubt ist, bedeutet auch, dass wir es politisch hier machen müssen. Und das ist die Diskussion, die wir hier zu führen und zu entscheiden haben. Was ist aber nun das Problem? Erstens, es ist schon mehrfach gesagt worden, die Vorratsdatenspeicherung ist unverhältnismäßig, sie ist unbrauchbar und sie ist im Übrigen eine Gefahr für die Pressefreiheit und die freie Kommunikation. Kurz, es ist der Super-GAU für die freie Kommunikation als Grundlage des demokratischen Rechtsstaats, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Zweiten. Die Vorratsdatenspeicherung, ich gebe zu, ein sperriger Begriff, man sollte besser von der Totalprotokollierung des menschlichen Kommunikationsverhaltens sprechen, das ist in der Tat sachlich richtiger, ermöglicht, und das ist das Kernproblem, um das es doch geht, den totalen Einblick in die Persönlichkeit des Einzelnen, sein Kommunikationsverhalten, sein Bewegungsverhalten und vor allem seine sozialen Beziehungen. Kurz zusammengefasst, die Vorratsdatenspeicherung ermöglicht den gläsernen Menschen. Und das können wir doch alle nicht ernsthaft wollen. Können wir doch nicht ernsthaft wollen. Drittens, die kriminologische Abteilung des Max-Planck-Instituts hat deutlich nachgewiesen, ohne Wenn und Aber und ohne Interpretationsraum, dass es seit dem Wegfall der Vorratsdatenspeicherung zu keinerlei Schutzlücke gekommen ist. Zu keinerlei Schutzlücke, so das Max-Planck-Institut. Es gibt also dementsprechend, auch wissenschaftlich fundiert unterlegt, keine Notwendigkeit, 300 bis 500 Millionen Datensätze pro Tag zu speichern. Und ohne die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen lag die Aufklärungsquote von Missbrauchsdarstellungen im Internet bei rund 80%, es war sogar über 80%. Und nach der Einführung der Vorratsdatenspeicherung lag die Aufklärungsquote de facto gleich. Sie sank sogar ein Stück, weil die Täter logischerweise mit CDs per Postweg und anderes dort rumhantierten. Das heißt, auch in diesem sensiblen Bereich nutzt die Vorratsdatenspeicherung überhaupt gar nichts. Und auch das sind alles Zahlen, die nicht von der Linken kommen, sondern von Max Planck, vom BKA und anderen. Das müssen wir doch mal zur Kenntnis nehmen, wenn wir sachlich darüber diskutieren wollen. Ich fasse also zusammen. Es wäre doch mal erfreulich, wenn sich mal eine Bundesregierung, in diesem Fall jetzt die, die hier regiert, sich an die Spitze in Europa stellt, an die Spitze des Schutzes von Grundrechten und Datenschutz. Und eins will ich dann auch klar benennen, denn das ist die Kernfrage. Wer die Speicherung von fast 500 Millionen Datensätzen pro Tag will und das auch noch für sinnvoll hält, der geht in der Tat den Weg in den Überwachungsstaat und sollte zum Thema NSA und dem Abhören eines Kanzlerhandys wirklich in Demut schweigen zu diesem Thema, um das auch klar zu benennen. Es kann keine sichere, exzessive Datensammelei geben. Sie kann nur in einem Punkt sicher sein, indem man es sein lässt. Und dazu fordern wir Sie auf. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Korte. Nächster Redner Christian Fliesek für die